Story erzähle. Da gut geschlafen in einem Hotel. Bin jetzt direkt bei der Basilika. Bin schon drin gewesen. Und werde dann bloß später noch einmal eine Einleitung und den Plan zum heutigen Tag festsetzen. Ziemlich kalt, weiß ich nicht wie viel Grad, es hat 11 Grad. Aber ich muss mir dann meine anderen Handschuhe anziehen. Wieder. Super schöner, toller Radwanderweg. Ja, werden wir mal stehen bleiben später. Vielleicht gibt es einen See, Hubertussee. Werde dann noch einiges dazu sagen. Und jetzt geht's weiter. Ich bin am Hubertussee. Das ist jetzt ca. Viertel 10, schätze ich. Und ich bin jetzt ca. 120 Kilometer bis nach Baden-Furt und ich bin ca. 10 Kilometer gefahren. Jetzt da um den Hubertussee,
fahre jetzt eigentlich auf der anderen Seite, weil ich gesehen habe, dass vorne die beiden Straßen zusammengehen. Ja, und mir gedacht, schauen wir mal, fahren wir mal die, schauen wir, wie es auf der ist. Jetzt beginnt die Auffahrt aufs Gescheit. 920 Meter habe ich schon. Und ich glaube, das wird so um die 1800 Meter in Summe sein. Und dann geht es dann wieder nur mehr bergab. Und dann geht es eigentlich bis Ham fast nur mehr bergab. Kommen dann nur zwei kleine Hügeln, die man noch meistern muss. Aber das war es dann im Endeffekt mit dem Bergauffahren. Und es sind jetzt glaube ich noch so um die 110 Kilometer bis nach Breitenfurt, ca. 20 schätze ich mal, die wir schon gemacht haben. Hallo! So, da, jetzt geht's echt bergab, das war's. Jetzt geht's richtig bergab. Gewicht hast, das ist richtig schön flown. So, das ist mein erstes Gabelfrühstück, ist das. Gabelfrühstück, bin jetzt ist aber eh schon halber 12. Bin übers Gescheit gefahren. Das heißt Mariazell weg, dann Hubertussee und dann
ja, beim Gscheitern dort rauf und dann jetzt gibt es einen Radlweg, ich meine, den gibt es ja schon länger wahrscheinlich, den Radlweg runter vom Gscheit, der ist super genial, aber mit weniger Gewicht ist noch besser. Mit dem Zelt und mit dem ganzen Zeug drauf kann man nicht so richtig toll schnell fahren. Dann geht es weiter, der obere Dreisentalweg weiter und ja, ich glaube, jetzt geht es dann die ganze Zeit sehr viel nur mehr bergab. Kameltheater. Da kann man alles Mögliche machen. Zum Beispiel auch, glaube ich, gibt es eine Sommerrodelbahn, Bärenshow, dann irgend so einen Aussichtsturm. Was weiß ich, was alles. Auf jeden Fall ziemlich viel zu machen. Who cares for the world now? Rest with me. Close the curtains. Ich habe fast die ganze Zeit den Motor angeschaltet und roll mit 31 oder 30 oder was weiß ich km/h dahin, weil es immer leicht bergab geht. Ja, Hammer. Ich bin in Hohenberg, ich sage immer San, San hier. San hier. Irgendwas mit, wo die Windhunde herumrennen, da, bitte sehr. Laufen bin jetzt nicht, aber normal laufen da die Windhunde. Die werden trainiert wahrscheinlich.
Hallo. Ist echt gefilmt. Hallo. Das ist aber Wahnsinn, was sie hier auslassen. So, ich verlasse jetzt den Reisentalradweg und fahre jetzt da auf der Landstraße Richtung dem Wienerwaldradweg. Der soll dann, weiß zwar nicht genau, wo ich auf den drauf treffe, aber er geht dann auf jeden Fall durch Lenkbach, wo ich eh schon hergekommen bin. Aktuell 79,4 Kilometer habe ich bis jetzt zurückgelegt. Und 49 muss ich noch fahren. Es ist jetzt, wie spät ist es? 15:32 Uhr. Das ist nicht so schlimm. Ich fahre jetzt durch Schnabling, wo auch immer das ist. Ich werde dann eh in der Karte einblenden, aber Schnabling. Thank you.
tell you something I could do. I could be running or I'm chasing you, but I won't. Cause I got better, better things to do. And I spent my precious time chasing somebody who loves me too. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, alive, alive. If you hadn't run away every time I asked you stay, you would sleep right next to me tonight. No, you didn't know me, all you wanted was a game to play. Ist auch ein witziger Radweg. Ist wieder ganz anders. Aber auch witzig. Wenn man wieder weiter wird. Und jetzt über die Brücke. Da können wir schon brauchen. Hat das wunderschön. In the beginning I just didn't know that you're an enemy I held too close. Now I know, cause you did everything to prove me wrong. You were not the guy I thought. Now I may be beating you at your own. Yeah. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, alive. But you didn't know me, all you wanted was a game to play. Das ist jetzt Neulenkbach. Das heißt, ich bin wieder zurück. Die Burg habe ich schon mal fotografiert vor 2 Tagen. Bin ich hingefahren, jetzt war wieder zurück. Und von einer anderen Seite aber jetzt da. 24,8 Kilometer muss ich noch fahren. Und 103 Kilometer bin ich schon gefahren. Wieder am Wiener Waldsee. Und habe ich mir überlegt, oder beziehungsweise überlegen wir es noch gerade, ob ich jetzt noch Lab fahren soll. Da hätte ich mir halt, ja, kann halt, hey, ich kann mal was rausziehen. Wir schauen mal, wie spät es ist und dann werden wir entscheiden. 122 Kilometer und 6,54 Kilometer wären es jetzt noch, wenn ich nur bis zum, wenn ich über den Glanzimmering fahren würde. Muss ich noch fahren, dann bin ich zu Hause. Also Fazit, erster Tag, Breitenfurt Melk ist sehr schön gewesen. Reisen, Tal, Radweg, Neulenkbach war alles super. Der Donauradweg ist nicht so toll, oder mir hat er nicht so gut gefallen, weil sehr viel Leute gewesen sind.
die den schon sehr gut kennen. Campingplatz war total okay. Zweiter Tag, Melk, Mariazell über den Erlauftal-Radweg. Ist jetzt nicht so ganz meins gewesen, hat mir nicht so gut gefallen. Am Anfang zwischen Melk und Böchlern, ziemlich starker Gegenwind am Donauradweg. Und dann weiter, der Erlauftal-Radweg, teilweise okay, teilweise nicht aufregend. Dann die zwei Berge, ja, waren okay im Endeffekt. Mein Zelt ist schwierig und also ich bin halt mit dem E-Bike mit zwei Akkus ziemlich ans Limit gegangen. Mariazell Hotel super, nicht ganz billig, aber doch okay. Essen war super im Hotel und die Abfahrt oder die letzte Abfahrt von dem Berg dann runter war nicht auch toll. Letzter Tag heute. Der Traisental-Radweg geht von Mariazell bis zur Donau. Und zwar über Kernhof, Lilienfeld, Traisen, St. Pölten, Herzogenburg und so weiter. Ich bin dann gefahren bis fast nach St. Pölten. Und das war sehr toll. Also mir hat der total begeistert. Der ist super zum Fahren. Ganz am Anfang geht es einmal ein bisschen bergauf. Ist aber auch total okay und sehr, sehr schön. Hubertussee und die Wuchtelwirtin. Und dann aufs Gescheit rauf. Und wenn man mal oben ist am Gescheit, das runterfahren bis Kernhof oder bis Lilienfeld, da geht es ja fast nur bergab. Ist wunderschön. Auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, und der Schluss bis dann daher war eigentlich auch total okay. Dann würde ich sagen, das war's für diesmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.